schon viele Unterschriften abgegeben, ja, schon viele Male deutlich gemacht, dass wir nicht akzeptieren, was hier geplant ist. Die Landesregierung sagt, sie legt immer großen Wert an. Und wir sind der Meinung, die Landesregierung muss jetzt endlich auch mal unser Nein zu dieser Technologie akzeptieren und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Und nicht nur im Bundesrat das Gesetz ablehnen, sondern die Projekte in Beeskow und Neutrobin endgültig stoppen. Naja, praktisch ist es ja so, dass der, wenn das CCS, kommt jetzt darauf an, was morgen rauskommt, aber wenn das CCS-Gesetz verabschiedet werden sollte, dann müsste ja der Antragsteller einen überleitenden Antrag stellen. Das heißt, wenn der den morgen nicht stellt, hat die Landesregierung bzw. das Verfahren führende Landeswerkamt nichts weiter zu tun.